Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ja, es geht eigentlich recht gut voran mit unserem Sattelkipper. Wir haben jetzt schon einige Sachen erledigt und deswegen dachte ich mir, ich hole euch jetzt mal ab, weil ich wieder ein bisschen was offscreen gemacht habe. Was denn so passiert ist in der Zwischenzeit. Ihr seht schon, er steht jetzt eigentlich schon soweit da. Es wird sich noch einiges ändern. Das zeige ich euch gleich, aber ich sage euch jetzt erstmal, was so alles passiert ist. Also die Lenkachse ist ja fest vorne eingebaut. Hier habe ich noch die Dinger gekürzt und die Schrauben hingemacht. Also die Vorderräder passen jetzt soweit. Hier hinten sind jetzt alle vier Felgen fertig. Die sind jetzt soweit drauf. Die sind nur gesteckt aktuell. Denn ich baue die immer wieder runter, weil ich irgendwas gucken muss oder beziehungsweise was ändern muss. Aktuell sind die hier drauf gesteckt, aber wir sind hier relativ schmal drauf jetzt. Ist schon mal super. Hier kommen nochmal so Deckel drauf, damit im Endeffekt diese mittlere Schraube dann verschwindet. Die werden auch noch lackiert. Wie gesagt, hier vorne, das will ich noch in Chromen. Die sollen dann auch lackiert werden. Der Rahmen ist soweit auch fertig. Ich ziehe mal eins ab. Hier ist jetzt diese Aufnahme für die Federn dran. Das heißt, der steht hier auch richtig fest. Kann trotzdem in alle Richtungen einpendeln, aber eben nicht wabbelig, sondern nur wenn wirklich eben Belastung drauf kommt, beziehungsweise eine Unebenheit kommt, haben wir hier drauf. Genau, gekürzt ist er ja, das passt soweit alles. Und weil wir gerade vorne sind, ich habe hier, weil das jetzt doch ein bisschen nackig aussah, also hier hinten, die Stoßstange wird wahrscheinlich eh neu gemacht, aber hier hinten sah es so nackig aus und deswegen habe ich hier mal so ein paar Radkästen gedruckt. Mir hat jetzt das so irgendwie nicht gefallen und das, was original dran war, sowieso nicht. Und ich wollte es auch nicht so komplett überziehen. Das wäre natürlich aus Alu wahrscheinlich am einfachsten gegangen. Deswegen, aber ich wollte die eben so, wie sie halt im Original sind, oder so zumindest im Ansatz, wie im Original sind, da habe ich sie gedruckt. Das heißt, hier habe ich jetzt, ich muss gerade gucken, links, rechts, so. Das heißt, hier kommen jetzt die Radkästen noch drauf. Da können wir dann mit der Höhe ein bisschen spielen. So. Genau. So. So kommen dann die Radkästen noch hin. Genau, die werden natürlich auch noch lackiert. Aber das fand ich jetzt eigentlich ganz schick mit denen, weil sonst schaut es hier irgendwie gar so nackig aus. Genau, hier vorne kommen natürlich noch die. Ich glaube, der Tank ist es hier rein und auf der anderen Seite, keine Ahnung, Druckbehälter, was auch immer das ist. Ich kenne mich da zu wenig aus. Kommt auf jeden Fall auch noch hin. Ja? So, das passt soweit eigentlich alles. Genau, also Radkästen und wie gesagt, hier sind wir vorne eigentlich soweit fast fertig. Die Kabine ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja? Die wird ja nochmal zerlegt, das kommt in einer der nächsten Folgen jetzt dann, weil ihr seht, das ist jetzt alles angepasst, dass wir die zerlegen und die ganze Elektrik einbauen und lackieren und so weiter. Kommen wir mal zum Sattelkipper, mit dem ich ja jetzt wirklich schnell einen Schritt auch weitergemacht habe, denn es lief gut, es hat mir gerade gefallen, hat gerade richtig Bock und Laune gemacht. Und ihr seht, das ist jetzt hier schön die Kippermulde, wunderbar. Die hängt jetzt an der Originalaufhängung. Und was ist hier alles passiert? Das Schleifen habe ich euch ja noch gezeigt. Ich habe den Rahmen doch noch gekürzt. Ihr seht, hier ist der schön runtergeschnitten. Ich blende euch mal kurz ein, wie das Ganze ablief. Genau, ging relativ gut, wenn es eingerichtet war. Ich musste ganz langsam da durchfahren mit dementsprechend Bohr- und Steinöl drauf, damit es nicht irgendwo verzieht, weil das Blatt ist ja doch relativ dünn mit der Bandsäge. Aber das lief dann, wenn man jetzt da nicht irgendwie Vollgas durchgeschoppert hat, echt richtig schön durch und dadurch hier natürlich eine wunderschöne Kante gekriegt. Ja? So. Dann habe ich mich dran gemacht und habe den Königszapfen vorne gedreht. Zeige ich euch auch gleich. Den habe ich abgedreht. Das ist jetzt im Endeffekt auch schon die finale Höhe, die ich mir vorstelle. Denn so habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier über Unebenheiten fahre, dass mir das nicht dauernd hier hinten am Rahmen ansteht oder vorne einsticht. Und ich finde, wir kommen jetzt genau hier mit diesem Überstand hier genau auf die Höhe der Kabine. Das heißt, nur dieses Teil hier oben ragt oben hinaus. Ob das so sein darf, ich habe keine Ahnung, aber so gefällt es mir eigentlich am besten. Ich habe es am Anfang noch tatsächlich einen Ticken tiefer gemacht, dass es hier bündig ist, hat mir nicht ganz so gefallen, optisch einfach und ein Stück höher, dann wirkt es wieder so
übertrieben. Vor allem, und ihr seht es jetzt hier hinten, ist die zweite Variante. Die erste Variante war, ich wollte das Pendel einfach höher machen. Also von hier nach hier, vergesst es. War völliger Quark, liegt hier rum. Das passt natürlich gar nicht, weil die ganze Geometrie dadurch komplett verzogen ist, weil das so hoch ist, dass wenn das einpendelt, dann pendelt das Rad irgendwo, keine Ahnung, da hinten hin. Oder hier hinten rauf. Also völliger Quark. Vergesst es gleich. Das Pendel zu erhöhen, macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn, weil wir hier einfach richtig Weg haben. Jetzt habe ich das so hingebaut, dass im Endeffekt hier so eine Adapterplatte drauf ist und auch für die Feder alles schon vorbereitet ist. Aber zum einen sind wir hier jetzt zu hoch. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten tatsächlich einen Ticken zu weit nach oben für das, dass wir hier im Wasser wären, was schon mal Quark ist. Und ich bin jetzt hier ganz außen. Ich zeige euch das nachher nochmal genauer. Hier mit der Platte. Und das heißt, ich kann hier jetzt, wenn ich hier einpendel, stoße ich sofort an den Rahmen an. Das heißt, ich müsste die Achse starr machen, was natürlich auch wieder Quark ist, weil ich jetzt hier überhaupt kein Spiel mehr habe, nicht an diese Reifen anzustoßen. Ja? Ist natürlich bescheuert. So, außerdem gefällt es mir nicht. Also dieser Abstand hier sieht, so wie es jetzt da steht, natürlich katastrophal aus. Also ich finde es einfach bodenlos hässlich, so wie es jetzt ist. Das heißt, ich habe mir hier ein bisschen was überlegt. Ob das hier drin bleibt, weiß ich aktuell nicht. Hier habe ich neue Adapterplatten gemacht, die innen liegen. Wir haben ein neues 3D-Pendel, ein schmales. Ich zeige euch das mal, was ich hier so vorbereitet habe. Wir bauen es nachher gemeinsam ein. Ich habe ein schmales 3D-Pendel. Das heißt, wir sind hier weiter in der Mitte. Ich habe die Adapterplatten so gemacht, dass die nicht die außen aufliegen, sondern innen aufliegen. Das ist ein Abstandshalter für innen drin, damit das Ganze auch hält. Und dann habe ich so Platten gedruckt. Die kommen hier vorne und hinten rein, damit das, der ganze Rahmen jetzt dann ein komplettes Bild ergibt. Das wird passieren, dann werden die Federn natürlich eingebaut und ich werde die Radkästen hier oben abtrennen und dann werden wir einfach mal schauen, entweder wir nehmen die Radkästen mit nach unten, was ich eigentlich am schicksten finde. Ich kann natürlich auch sagen, ich nehme hier die, was ich für vorne auch habe, das ist wieder falsche Seite, ja, hier so. Also ich könnte die natürlich auch hinmachen, wäre überhaupt kein Thema. Ich weiß aber nicht, ob mir das gefällt. Also bin ganz ehrlich, weil es halt eigentlich die Radkästen von der Zugmaschine sind. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, ja, es gibt welche, die haben das tatsächlich, aber in der Regel hat der Anhänger hinten ganz runde oder so überspannende oder eben nur für vorne und hinten so ein Stück. Ich weiß es nicht, ob ich das machen soll. Das werden wir optisch dann einfach mal klären und ausprobieren. Die hier sind auf jeden Fall, wie gesagt, für die Zugmaschine vorne und nicht für den Hänger. Und die werden wir abtrennen und die Stoßstange hinten natürlich auch. Die ist jetzt hier elends hoch. Also wir kommen zwar noch einen Ticken tiefer, aber wir sind jetzt hier Stoßstange bei 7 cm Höhe. Das ist natürlich völliger Murks. Schaut furchtbar aus, finde ich. Das heißt, die werden wir natürlich hier auch auf die normale Höhe runterziehen, dass das Ganze passt. Ja. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was. Also, hängen wir den mal aus. Also, einmal die Zugmaschine. So sieht sie momentan aus. Wie gesagt, die sind gesteckt. Das hier ist noch nicht festgeschraubt. Das könnt ihr noch rausziehen, aber es ist auf der Originalhöhe oder beziehungsweise auf der Endhöhe, die wir hier brauchen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also, ich finde es eine echt schnuckelige Zugmaschine. Und ich freue mich schon, wenn die dann schön lackiert ist mit Beleuchtung und allem drum und dran, Radkästen dran. Weil viel mehr passiert ja jetzt hier an der hier noch nicht. Was wir uns echt überlegen müssen, ist Thema Akku, weil wenn natürlich der Auflieger hinten drauf ist, wir hier echt weniger Platz haben, wobei ich glaube, ich werde es trotzdem beibehalten, dass wir den hier einfach hinten reinlegen, denn der Auflieger verdeckt natürlich das hier auch wieder. Vielleicht machen wir noch eine Platte drüber oder sowas, aber das sollte dann eigentlich kein Problem sein. So, ihr seht, es ist nur gesteckt. Oh, stellen wir den mal schnell zur Seite und jetzt zeige ich euch mal den Anhänger. So, die Räder sind natürlich auch nur gesteckt. Ich ziehe gerade mal die ganzen Räder ab, weil die fallen uns jetzt dann eh um die Ohren. So, und jetzt zeige ich euch das. Ich habe hier einmal den Zapfen gedreht. Heißt der Königszapfen? Ich glaube, ich muss das echt jetzt googeln. Ich sage das dauernd falsch, gell? So, den habe ich jetzt hier auf die passende Maße im Endeffekt für die Sattelplatte gedreht. Ich habe geguckt, dass wir hier möglichst viel Auflagefläche haben. Wenn der drin steckt, steht der nicht mit dem unteren Teil in der Platte an, sondern liegt hier wirklich bündig oben mit dem großen Teil hier auf.
auf der Platte. Der Rest hält es einfach nur fest und das untere ist natürlich, dass es nicht rausrutscht. Ja? So. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir können unwahrscheinlich hoch aufkippen im aktuellen Stand und da werden wir gucken, dass wir hier meine Kippmechanik auch einbauen. Das heißt, wir werden hier mit dem Arm einfach hochfahren und schauen, dass wir hier natürlich so viel wie möglich an Kippwinkel auch rausholen. Möglichen Kippwinkel, ich sage es gleich vorneweg, denn mir ist schon bewusst, dass der normalerweise nicht so aufkippt und wahrscheinlich auch hier und da irgendwo an Grenzen stoßen wird. Aber ich möchte es natürlich erstmal so bauen, dass wir den größtmöglichen Winkel haben. Ich kann dann mit dem Endabschalter ja immer noch sagen, ich variiere das und sage, nein, ich hätte gerne, dass es nur so Scale-Mart oder was weiß ich, nur so aufkippt, 45 Grad, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Genau, also wie gesagt, und hier hat echt super funktioniert mit dem Abschneiden. Ihr seht es, es ist echt schön geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert. Ich habe mich schon gesehen, dass ich diesen ganzen Quark hier nochmal baue. Aber es hat gut funktioniert und wie gesagt, wir werden jetzt schauen, dass wir hier diesen Rahmen runterbringen und wenn die Kotflügel weg sind, bin ich mir relativ sicher, Kotflügel weg und das Ganze ein Ticken tiefer, dann verschwindet auch dieses hässliche Bild mit diesem riesen Abstand hier, das irgendwie seltsam aussieht. Ja? So, das wäre jetzt mal so der aktuelle Stand. Genau, also wie gesagt, mit dem großen Panel ging gar nicht und jetzt mit dem hier haben wir halt irgendwas geflogen. So, mit dem sind wir noch zu hoch. Wie gesagt, es gefällt mir nicht, wir stoßen an. Ist ja alles schon neu gemacht. Gell? So, das heißt, wir machen jetzt erstmal das hintere Pendel, bauen wir neu ein und werden schauen, dass wir hier, ich sage jetzt einfach mal, diesen Deko-Part gleich in diesem Zug mitmachen, damit die Achse hinten fest drin ist. Denn wenn die Achse hinten fest drin ist, habe ich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten und kann dann gucken, ah, okay, hier kann der Kippermotor hin, da habe ich den Platz und so weiter. Ja? Und wir werden hier die Radkästen montieren und werden dann endlich in Richtung Kabine gehen. Ja? Und wie gesagt, hier, wir haben hier den Platz, wenn ich jetzt sage, ich rette. So, ich komme hier überall rum. Ich kann hier auch ein bisschen kanten und komme immer noch überall rum. Das war mir also wichtig und vor allem, wenn ich jetzt hier über so eine Kante fahre, eben, ihr seht, ich habe hier eigentlich relativ viel Spiel, was ich an Knicks und Steigungen an plötzlichen auch wegnehmen kann. Und was der verkraftet. Das Einzige, was mir noch hier ein bisschen stört, sind diese Poppel hier hinten. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die nicht einfach noch wegmache und das Ganze einmal gerade. Dann ist das Thema hier hinten auch erledigt, weil da stehe ich oft an. Und da blockiert es tatsächlich häufig, wenn ich den jetzt natürlich hochhebe, weil ich hier diesen Winkel drin habe, dass ich genau hier irgendwo hängen bleibe. Ja? Das gefällt mir, wie gesagt, noch nicht. Die werden wir vielleicht noch wirklich vor dem Lackieren rausnehmen. Ansonsten gucke ich, dass hier hinten die Stoßstange vielleicht noch mal, weil dann können wir endlich den Rahmen lackieren und wenn der Rahmen lackiert ist, dann können wir das final natürlich jetzt auch schon mal die ersten Teile richtig einbauen, die dann auch drin bleiben. Ja. Aber ich muss sagen, geht super vorwärts und ja, nicht lange weiter schwafeln, machen wir weiter. Dann fangen wir mal an. Auf geht's. Nehmen das Ganze erstmal wieder auseinander, bauen das aus, was wir haben. Und dann wollen wir hier die Ding einbauen, die Pendelachse. Und clever wie ich war, habe ich die Kabel natürlich schon verlegt. Was bedeutet, ich muss die Kabel nochmal aufmachen. Weil das natürlich sonst anders nicht funktioniert. Thank you.
So, ihr seht, es geht wieder ein bisschen weiter. Ich habe auch noch ein paar Teile angefertigt, das habt ihr auch gerade schon gesehen. Möchte auch gleich zeigen, wofür. Deswegen, ich habe euch ein bisschen hier weiter runtergeholt, damit das Modell hier einfach ein bisschen besser zu sehen ist als von oben drauf, weil das jetzt im Endeffekt bloß die Kipperbrücke. Genau, was ist so ein bisschen passiert? Einmal habe ich ja hier jetzt das verklebt und richtig schön abgeschliffen. Also ihr seht das noch, wo es natürlich geklebt ist, vom Farbigen her. Aber es ist ganz glatt alles und ich hoffe, dass das dann nachher, wenn das dann grundiert und lackiert ist, wird das wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Gehe ich mal schwer davon aus. Genau, hier vorne ist ein bisschen weiter gegangen. Ich habe hier hinten einmal die Rückleuchten abgesägt, denn ich habe ja hier diese schönen, ich muss gerade gucken, welche sind. Die hier, müssen für die Seite sein. Diese schönen Radkästen gedruckt, die jetzt noch hier hinkommen. Das ist also der nächste Akt. Die muss ich hier hinten noch ein bisschen ausklinken, das passt noch nicht so ganz. Aber im Großen und Ganzen kommen die jetzt dann hierher. Ungefähr so. Ich will die hier bündig machen mit dem Rahmen. Genau, werden nach hinten angeschraubt. Hier kommen noch so diese Metallteile rein, diese Halterungen. Und dann werden das hier die Radkästen. Wie gesagt, die kommen relativ weit hier rein. Aber ich muss hier noch ein bisschen ausklinken. Ja, und genau, werde sie so bündig hier im Endeffekt reinsetzen, dass das hier passt. Ja. So, das ist mal das eine. Dann habe ich das eben abgesägt und habe hier hinten das hier nach unten auch abgesägt und ein bisschen angeschliffen. Hat mir einfach nicht gefallen. Also einmal mit diesen Knöpfen da hinten und die seitlichen dann für die Kipperhalterung und so. Das hat halt irgendwie alles nicht mehr gepasst. Und wie gesagt, hier ist es so, dass hier hinten die Vorbereitung ist. Das heißt, hier kommen dann die Lampengläser drauf. Unten möchte ich vielleicht noch so eine Gummilippe dann hinmachen. Und genau, das kommt also alles hier hin. Wird also alles da mit angebaut. Ja? So, nichts Dramatisches. Ja? Das ist also hier jetzt an dem hier passiert. Und oh, ja, die sind immer noch nicht festgeschraubt. Warum auch? Ich baue sie ja dauernd wieder weg. Und jetzt kommen wir zum Anhänger. Und hier ist auch einiges passiert. Wie gesagt, das hier habe ich geschliffen. Hier oben die Dinger ja auch soweit schon abgetrennt. Habe ich aber, glaube ich, vorher schon gemacht gehabt. Gell? Und jetzt war ja die Frage, was mache ich? Mache ich entweder die hier auch drauf? Hat mir nicht so gefallen, weil sie halt einfach irgendwie doch für die Zugmaschine sind. Also ich weiß, das ist die falsche Seite, aber das wäre dann ungefähr so vom Bild her. Hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Ich will eigentlich die hier wirklich nur von vorne dran haben. So. Dann hatten wir ja noch die ursprünglich da dran waren. Also sprich sowas. Die könnte ich natürlich hier hin machen, müsste ich dann verlängern. Würde dann irgendwie so aussehen. Das hier oben sah übrigens komplett dämlich aus, das habe ich weggemacht. Deswegen, also hier oben ging ja noch dieser Teil raus, dieser Schutz. Das sah irgendwie doof aus. Ich könnte jetzt natürlich die hier hin machen. Oder eben was Durchgehendes. Hat mir aber auch nicht wirklich so gefallen, weil wir hier doch relativ viel Platz und viel Luft haben. Was jetzt nicht ungewöhnlich ist, also ich habe mir jetzt einige Kipper so mal angeschaut. Das wird dann natürlich irgendwo immer verbaut und dann haben sie hier noch einen Tank und hier und da. Ja, es ist ein bisschen hoch, aber es ist eigentlich jetzt nicht so, dass es irgendwie besonders schlimm oder falsch wäre. Aber ich habe dafür was anderes gedruckt, nämlich runde Radkästen. Die habe ich nicht selber gezeichnet. Die habe ich nur gedruckt und die kommen jetzt hier hin. Und das ist jetzt was, die gefallen mir natürlich tausendmal besser. Das heißt, ich habe vorne einfach die eckigen von der Sattelzugmaschine und hier hinten habe ich die runden und die finde ich richtig schick. Oder? Ja auch. Also ich finde das jetzt klasse. Das heißt, hinten habe ich hier die komplett runden, vorne habe ich diese eckigen oder leicht eckigen von der Zugmaschine. Und dann haben wir hier ein bisschen Varianz auch drin. Ja? So, das heißt, in den nächsten Schritten, was wird passieren? Wir werden einmal die hier hin machen. Wir werden einmal hier diese hier hin machen. Da brauche ich hinten noch eine Adapterplatte, denn mit der Befestigung falle ich hier hinten ins Leere. Genau, dann muss ich natürlich auch noch gucken, dass sie so weit draußen sind und dass ich natürlich hier einpendeln kann. Und ihr seht, der ist ja relativ stabil jetzt durch die Federn, aber er kann natürlich einpendeln bis hierher ungefähr. Wird er nicht machen. Auch nicht mit den Radkästen, aber ich muss natürlich gucken, dass er jetzt nicht sofort aufsitzt. Das heißt, ich werde die auch ein bisschen höher ziehen. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich die jetzt ein bisschen höher mache,
dass wir eben diese große Leere hier ein bisschen kaschieren und überbrücken. Ja? So, dann habe ich ja so Winkel geflext und gefeilt und gefeilt. Die schauen jetzt so aus. Genau. Und was passiert damit? Ich habe noch hier so ein Teil. Dazu gehören noch die Stangen und eine Adapterplatte. Und das Ganze kommt hier hinten rein. Im Endeffekt wird das hier der Unterfahrschutz und ja, Heckstoßstange ist ja falsch, aber hier kommt dann die Beleuchtung auch mit rein und alles. Und das ist jetzt eigentlich auch der nächste Part. Das heißt, das bauen wir hinten hin und machen eben die Radkästen schon mal rein. Und dann wollte ich euch noch zeigen, die ist gerade so weg. Schnell ein Ding. Dann wollte ich euch noch zeigen, hier habe ich angefangen. Und zwar möchte ich hier ja das Kippermodul einbauen und das muss ein Stück weit darüber. Das heißt, ich werde jetzt hier noch abtrennen müssen, hier drüben, und das Modul ein bisschen anpassen, denn eigentlich ist das hier gemacht, um genau da hinten rein zu gehören. Ich will es aber hier vorne rein haben, weil ich da ein bisschen mehr Platz habe und kann den Rahmen hier lassen. Ihr seht, hier habe ich schon das Ganze gerade einmal runtergeschnitten, damit hier nichts im Weg umgeht von diesem Aufbaurahmen. Genau, und dann kommt jetzt hier das Kippermodul rein und ich habe ja dann mit Arm im Endeffekt, der soll irgendwo bis hier vorne hingehen, bis kurz davor, irgendwo hier habe ich mir das überlegt, dass wir im Endeffekt wirklich von hier vorne schön mit Druck nach oben pressen können, das Ganze. Und dann sollte das auch wunderbar funktionieren. Die aktuellen X2-Motore sind übelst stark und da habe ich überhaupt keine Bedenken eigentlich, dass es mit denen auch funktioniert. Ja. So, das sind jetzt so die nächsten Arbeitsschritte und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. So, also ich finde, das kann sich jetzt eigentlich schon sehen lassen. Wenn das Ganze lackiert ist, schaut es natürlich dann noch genialer aus. Aber ja, die Räder. Ja, ich weiß. Aber so ist es. Aber ich will euch das ja nur ein bisschen zeigen. Und wie ihr seht hier, sieht auf jeden Fall schon mal viel schicker aus. Auch mit diesen aufgesetzten Teilen hier, dass das ein bisschen dicker wird, der Rahmen. Genau. Und wie gesagt, hier werden dann die Lampen noch reinkommen. Und wenn wir dann die Kotflügel dran haben, ist jetzt der falsche, aber also die falsche Seite. Aber ich glaube, dann schaut das schon ganz nice aus. Würde ich mal sagen. Genau. So. Heißt, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Deko, ein bisschen Funktionalität natürlich, weil ja hier die Reifen, die Lichter dann mit reinkommen. Genau, das wird noch befestigt. Und dann sieht das Ganze doch auch schon mal wesentlich schicker aus. Und dann können wir hier weitermachen. Wie gesagt, ich schaue jetzt mal, dass ich das Kippermodul als nächstes irgendwie da reinbringe. Denn wenn das drin ist und ich weiß, wo das alles positioniert ist und das alles gebohrt und gefräst ist, können wir wirklich irgendwann mal in die Richtung Lackieren kommen. Denn wenn es mal lackiert ist, sieht man natürlich auch um einiges besser, wie es dann ausschaut. So, wenn wir hier jetzt aufmachen, wunderbar. Also ich kann hier wunderbar aufmachen und ich schütte immer noch hier im Endeffekt davor. Ja, ist also nicht zu weit rausgehend. Ist ein bisschen unterhalb, wie ihr das seht. Ja, also wir sind jetzt hier, die Hälfte ungefähr. Ja, schaut ganz gut aus. Machen wir weiter. Thank you.
Und, also ich bin absolut zufrieden. Ich finde es super. Ist richtig geil geworden. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Wir können hier ziemlich gut einpendeln noch. Wir haben hier noch gut Spiel. Und ja, würde ich sagen, das passt soweit. Jetzt kommen hier noch die Stangen rein. Die werde ich bloß nach hinten hin einfach versenken, der Optik wegen. Und dann muss natürlich wieder alles weg, denn die Radkästen werden eine andere Lackierung bekommen, wie der Rahmen. Und genau, die Platte oben kommt noch runter. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir hier auch absolut die Richtung, wo wir hinwollen. Hier vorne wird dieses Teil hier wieder hoffentlich seinen Platz finden. Ja, das geht gerade so rein. Das wird hier vorne wieder reinkommen. Und auf die andere Seite werden wir hier diese Druckluft-Tanks sind das. Die werden wir auf der anderen Seite hier reinbauen. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon wieder alles beieinander. Und da würde ich jetzt sagen, ich möchte jetzt endlich in die Richtung Lackierung gehen. Das heißt, ich mache jetzt hier noch die Stangen rein. Dann zeige ich es euch noch einmal kurz und dann bauen wir alles ab. Und dann geht eigentlich der Grundrahmen jetzt zumindest mal in die Lackierung, damit wir hier weiterkommen. Und ich kann es einfach nicht mehr erwarten. Ja, aber ich finde das klasse. Also, gefällt mir schon sehr gut. Ist auch genau die Richtung, die ich mir vorgestellt habe hier von der Optik her. Oh, Reifen drauf, dann zeigen wir auch nochmal von hinten. So sieht es jetzt von hinten aus. Also wunderbar. Ja, wieder Reifen. Bin ich froh, wenn die alle mal fertig hier dran sind und nicht mehr wegkugeln können. Genau. Passt. Also, weiter geht's. Soweit so gut. Also ich finde, das hat jetzt auch ganz gut geklappt mit den Stäben. Ihr seht ja, ich habe ja innen drin festgeschraubt, das heißt, die sind ja jetzt mehr oder minder nur zur Deko und zur Vervollständigung des ganzen Bildes. Aber ich muss sagen, finde ich gut. Hier möchte ich noch so ein paar Spritzklappen hinmachen. Die werde ich wahrscheinlich aus einem Stoffstück oder aus irgendeinem Gummistückchen noch rausschneiden. Aber das kommt noch separat. Das wird ja eh nicht mit lackiert, deswegen gar kein Thema. Genau. Jetzt nehmen wir die Kabine runter. Ich klebe das alles ab. Hier vorne die Achse wird natürlich auch abgeklebt. Und dann kann das jetzt zumindest mal einmal im Grundding in die Lackierung gehen, damit das schon mal erledigt ist. Und dann kann ich nämlich auch die Sattelplatte endlich fix draufschrauben. Und dann passt es soweit schon mal. Ja? Wir machen auch gleich weiter mit dem Kippauflieger und ich habe ja schon gesagt, bevor ich jetzt den lackieren will, will ich, dass im Endeffekt die Kippmechanik ihren Einzug hält, damit ich weiß, wo ich was rausfräsen muss und rausflexen muss und so weiter. Und ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen nochmal Platz gemacht. Hier habe ich ein bisschen was rausnehmen müssen und auf der Seite, damit der Motor damit reingeht. Und aber ansonsten ist hier eigentlich alles jetzt relativ gut reingegangen. Das hier ist noch ein Prototyp der ersten Generation, der wird noch ausgetauscht gegen die aktuelle, also gegen das aktuelle Material und wird wahrscheinlich auch oben hier mit Alu ein bisschen befestigt. Ich musste hier ziemlich was wegschneiden, das werde ich natürlich auch nochmal sauber machen. Aber mir geht es eigentlich darum, ob es grundsätzlich natürlich passt und funktioniert. Das heißt, jetzt müssen wir den hier einbauen und oben noch die Verstrebung bzw. die Halterung an dem Oberteil, aber jetzt gucken wir erstmal, ob das alles hier. So, also ihr seht, das passt jetzt hier wunderbar rein. Sitzt jetzt hier schön drin. Das heißt, ich bin auf jeden Fall einmal einen Ticken weiter vorne, bin eben jetzt nicht auf dem hintersten Punkt und habe hier trotzdem einen langen Arm. Den habe ich jetzt im Endeffekt mal einmal komplett aus Alu gefertigt. Hat hier vorne Kugellager mit dran. Hier hinten schöne 5er Madenschraube drauf. Den machen wir jetzt hier drauf. So,
machen wir auch gleich fest, hätte ich gesagt. Gucken wir mal, es sollte so funktionieren, dass wir hier an der Schraube natürlich auch vorbeikommen. An der Motorbefestigung. So. Also wie gesagt, der Motor ist jetzt noch nicht fest. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich hier das drauf bringe, dann zieht es den hinten einfach hoch. Das wird natürlich noch geändert, der wird natürlich alles noch festgeschraubt. Aber wir wollen es jetzt mal probieren. Und ich habe jetzt hier mal einen Empfängerakku, normalen Akku und hier ein bisschen. So, das hier ist ein Servosteller, der funktioniert aber im Endeffekt jetzt als Empfängerersatz. So wie bei den Servos halt auch. Das heißt, hier habe ich einen Fahrregler angeklemmt und dann schließen wir das Ganze mal an. Das hier ist ein ganz normaler Fahrregler. Zack. Zack. Er kriegt natürlich auch Endabschalter dann am Ende auch. So. Aber wir wollen ja jetzt gucken, ob das soweit funktioniert. Dann machen wir erstmal den Empfänger an. Also sprich, unseren Servosteller, wo er steht, ist egal, der ist ja selbst lernt, der Regler, aber so kriegt der Regler auch Strom. So, Nullpunkt ist erkannt. Und jetzt schauen wir mal, so oben geht's runter. So, ihr seht, also wir kommen hier schön unten rein. Das passt wunderbar. Und in die andere Richtung einmal nach oben. Also klar, den könnten wir jetzt komplett einmal umdrehen. Aber braucht man ja nicht. Das funktioniert also astrein. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir die Brücke hier drauf. Hier unten, wie gesagt, hier muss jetzt nachher, das wird als nächstes kommen, das Teil hier noch eingebaut, damit das Ganze auch eine Führung hat. Aber ich hätte gesagt, jetzt bauen wir das einfach oben drauf. So, muss man was aufpassen, dass wir nichts kaputt machen. Genau, so der Plan. Jawohl, also das ist jetzt maximal der Maximalwinkel. Ich drehe euch jetzt gerade mal so ein bisschen hier rum. Also das heißt, wir können hier richtig massiv aufkippen. Schaut natürlich katastrophal aus, macht auch so überhaupt keinen Sinn. Ich habe nach unten natürlich auch nicht so viel Platz, also wo soll das Material hin? Aber es würde prinzipiell gehen, das heißt, ich habe jetzt auch kein Problem, wenn ich irgendwann am Berg stehe, dass das alles rausfällt. Und das Ganze natürlich wieder einmal runter. So, das war es auch schon. Ja. Funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, mit Beladung funktioniert es auch. Wie gesagt, der Motor hat an sich schon die Power, die ich hier brauche und auch will. Von dem her bin ich guter Dinge. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt bauen wir schnell den Winkel hier hin. Und dann machen wir uns noch an die Kotflügel. Dann ist der Anhänger eigentlich jetzt auch schon fast so weit, dass wir zumindest mal hier unten grundieren können und mal lackieren können. Ja? Also legen wir gleich weiter los. Jawohl, so, das ist drin. Wunderbar. Heißt, der hier ist soweit auch fertig. Hier unten müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, aber das kommt ein anderes Mal. Jetzt machen wir mit den Radkästen weiter. Für die Radkästen habe ich ja schon angekündigt, ich habe so Adapter-Dinger gemacht. Die habe ich auch schon mal vorgebohrt. Das heißt, wir haben hier eins für links und eins für rechts. Schau mal, das ist der für hier drüben, das müsste der für hier sein. Ich komme jetzt hier drauf und da hier kann ich die Radkästen im Endeffekt jetzt ganz wunderbar
montieren. Das ist der für die andere Seite. Der hier auch. Und das sind die für diese Seite. Ja, das heißt, wir können das jetzt hier einfach einmal kurz festschrauben. Schrauben finde. Ja. Mal das kurz schauen. Hier brauchen wir den hier. So. Die werden hier einfach bloß durchgeschraubt. Jetzt hier einfach so ein paar Messingstäbe abgeschnitten und die können wir jetzt hier einfach einfädeln. Hoffe ich. Jawohl. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt einmal noch die Reifen drauf, damit wir einmal das Gesamtbild hier haben. Ich habe euch mal hier ein bisschen nach unten geholt, damit ihr das genauer seht. Und ich muss sagen, also, wie findet ihr das? Ich finde das einfach gigantisch. Also jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird und dass wir das so schön hinbekommen, wie es jetzt aussieht. Absolut spitze, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Es fällt auch gar nicht mehr so extrem auf, dass wir hier relativ viel Platz zwischendrin haben. Und ich finde, jetzt macht es auch ein relativ schönes, einheitliches Bild, oder? Ein bisschen von der Ferne betrachten. Sieht gut aus. Also ich bin zufrieden. Was wir jetzt noch machen, ist, wir bescheißen uns jetzt hier noch ein bisschen was her. Denn original sind das ja hier so auch so Träger. Also im Endeffekt haben die ja hier so ein Profil. Und das schaut jetzt hier noch ein bisschen langweilig aus. Natürlich können wir das einfach jetzt runterlackieren, aber ich habe mir gedacht, wir scheißen uns jetzt hier nochmal einen Ticken Optik mit hin. Ich sag, das Ding da oben muss ich herausbauen. Deswegen, ich habe mal einige so kleiner Stäbe gedruckt. Warum gedruckt? Weil ich es halt einfach schnell machen konnte zum Probieren. Und ich fand die eigentlich ganz cool. Das heißt, wir werden jetzt hier die Dinger hier hinkleben, möglichst bündig, um sozusagen dieses Profil hier abzubilden. Und ich hoffe, dass das dann einfach auch noch mal ein bisschen Wirkung zeigt, noch ein bisschen Tiefe, ein bisschen Detailgrad damit reinbringt. Und genau, weil der Rest wird natürlich lackiert. Das untere wird alles schwarz, das hier wird so Anthrazit. Das mache ich also genauso wie bei der Zugmaschine auch. Das hier hinten wird auch einfach schwarz mitlackiert. Das passt. Der oben, den lackiere ich noch nicht, denn ich muss hier hinten erst noch gucken, dass ich diese Heckklappenmechanik so weit hier unterbringe, dass die selber auf und zu geht und dass da nichts schleift und klemmt und so weiter. Da wird wahrscheinlich vielleicht hier und da noch ein bisschen was bearbeitet werden müssen. Deswegen kann ich die noch nicht lackieren. Aber ich möchte den Unterbau jetzt zumindest mal einmal durchlackieren und dann die Kippermechanik einbauen. Aber es fehlt ja noch relativ viel. Es fehlt noch Beleuchtung hinten dran, die natürlich noch rein muss. Die Kabel natürlich für die hintere Antriebsachse und auch für das Kippermodul, die Endabschalter oben wie unten. Also es fehlt ja dann doch noch einiges an Kleinkrusch, sage ich es jetzt einfach mal so. Aber dann haben wir zumindest mal dieses Grundding schon mal fertig lackiert und können da weiter drauf aufbauen. Und vor allem kommen wir endlich dann zu dem Zerlegen der Kabine und können die Kabine in Angriff nehmen. Ja? Also, ich schaue, dass ich genug von diesen Stäbchen hier habe. Und wie gesagt, die werden jetzt hier einmal noch hingeklebt. Und dann können wir es eigentlich schon mal grundieren und lackieren. Ja? Auf geht's.